7 Uhr morgens in Sierra Leone. Im Ärztehaus in Serabu gibt es Frühstück. Langzeitärztin Karin, ihr Ehemann Pim und die beiden kleinen Töchter starten bei angenehmen 29 Grad in den Tag und auch die Katze kommt nicht zu kurz. Ein Jahr mit Kind und Kegel in Westafrika, eine Herausforderung. What we miss mostly the friends, family, social activities with them and of course some cheese and chocolate. But we are lucky that German doctors are sometimes bringing that for us. Auch wenn Karin vor allem Familie und Freunde vermisst, hat sie keinen Tag ihre Entscheidung bereut. Die Holländerin leitet das wechselnde Team aus deutschen Ärzten und einheimischem Personal. Die Arbeitsbedingungen sind nicht leicht, aber genau deshalb hat sie sich für diese Arbeit entschieden, genau wie ihre Eltern 30 Jahre zuvor. Die morgendliche Besprechung vor der Visite war ernüchternd, 3 tote Kinder in einer Nacht. Aber da gibt es eben auch immer wieder diese Erfolge, wie bei jenem Jungen, der nach 7 Tagen Bewusstlosigkeit die Augen öffnete und nach Reis verlangte. The parents were praying for it. It slept like on a Bible. And then after 7 days of like hoping and praying by the parents, suddenly in the evening the child woke up, was eating rice and went home with the mother. So that's really great. Karins Behandlungsschwerpunkt liegt in der Bekämpfung der Mangelernährung. Auch hier machen die einheimischen Mitarbeiter unter ihrer Anleitung große Fortschritte in der eigenständigen Arbeit. Selbiges gilt für die Operationen. Aber es gibt ebenso immer wieder Rückschläge, etwa beim Material. But sometimes we are lacking in materials, that we do not have an oxygen concentrator and a child who really needs oxygen. And that's really a challenge that is sometimes difficult for me to deal with. Ob fehlender Sauerstoffkonzentrator oder Stromausfall, die Arbeit in einem Buschkrankenhaus erfordert Improvisation und Willenskraft. Hinzu kommt die Gefahr für die eigene Gesundheit, wie Ehemann Pim bei 3 Malaria-Attacken erfahren musste. In the height of the rain season I had malaria 3 times in 2 months and at this moment sometimes I said I just want to go home, but that's only a short time. Unterm Strich ist Pim aber sehr zufrieden. Vor allem für die vergleichsweise viele Zeit mit ihren Kindern sind die beiden Ärzte dankbar. We really enjoy seeing our children a lot. Having lunch with them, also in not being in such a rush in the morning to take them to a daycare or a school, but just we can just eat breakfast with them and then go to work. So that is really really something really calm, really nice. Und auch für Isabeau und ihre große Schwester Sophie wird dieses Jahr in Serabu ein unauslöschliches Erlebnis bleiben. Im März geht es zurück ins kalte Amsterdam. Natürlich hat das auch seine Vorteile, sagt Karin, aber Afrika wird ihnen fehlen. We're looking forward to see family and friends, to have nice food, to do other things in the Netherlands, but we also will miss this place really a lot. Because of the nice people are here, because of the work we do here. So it's going with a love and a tear. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge startet die 4-köpfige Familie also ins neue Jahr. Im Herzen eine große Dankbarkeit für all jene Menschen, die diese wichtige Arbeit in Westafrika erst durch ihre Spenden ermöglichen. Happy New Year! Happy New Year! Glückliches New Year! Glückliches New Year! Jeder einzelne zählt.